Hallo! Sollte ich in diesem Video so ein kleines bisschen nervös gucken, liegt es daran, dass meine Mikrokonstruktion heute wirklich sehr abenteuerlich ist. Ich habe so ein Stativ gebaut mit Klebestreifen, weil das Mikro nicht an das Stativ ranging und jetzt hängt das auf 7:30 auf diesem Stuhl und wackelt. Hashtag professional. Bevor jetzt jemand einen Kommentar schreibt von wegen, du weißt schon, dass wir gerade andere Sorgen haben als deine Monatsfavoriten. Ich weiß. Aber vielleicht ist es manchmal ganz nett, wenn man sich nicht über das große C Gedanken macht, sondern einfach mal über Schminke und Musik und Podcasts und Dinge. Deswegen dachte ich, gibt es heute ein Monatsfavoritenvideo von mir. Wie immer zeige ich euch, was ich in den letzten Wochen gerne mochte, was mich glücklich gemacht hat, was ich viel benutzt habe. Zum einen, um euch vielleicht zu inspirieren, das eine oder andere mal auszuprobieren. Zum anderen habe ich aber auch schon immer wieder erfahren, dass ihr solche Sachen noch im Schrank hattet und lange nicht benutzt habt und dann einfach darauf gekommen seid, dass ihr es mal wieder benutzen könntet. Deswegen hoffe ich einfach so ein bisschen, dass ich euch Sachen zeigen kann, die euch vielleicht glücklich machen in dieser beschissenen Zeit. Und ich dachte, wir fangen gleich mal an mit Beauty. Die ersten Produkte, die ich euch zeigen will, kommen von einer Marke, die mir persönlich sehr, sehr, sehr am Herzen liegt, und zwar Jungglück. Wer mir auf Instagram folgt, weiß, dass ich schon sehr oft mit denen zusammengearbeitet habe, sie immer wieder empfehle, bezahlt und unbezahlt, einfach weil ich die Marke sehr gerne mag. Und Jungglück ist leider auch eine von den kleinen Marken, die jetzt in dieser großen C-Zeit strugglen und die große Probleme haben. Und deswegen erwähne ich sie sehr gerne, weil ich zum einen die Marke toll finde, zum anderen die Produkte wirklich liebe. Ich habe viele, viele Produkte, die ich bei denen sehr gerne mag. Ich zeige euch heute erstmal nur drei, die ich wirklich am häufigsten benutze. Das erste Produkt, was ich extrem liebe, ist das Rosenwasser. Habe ich euch auch schon auf Instagram gezeigt. Liebe ich total. Benutze ich jeden Morgen vor meiner Tagespflege sozusagen. Das allererste, was ich mache, bevor ich mit meiner Make-up-Routine in irgendeiner Form anfange, ist Rosenwasser aufs Gesicht sprühen und dann direkt oben drüber die Tagespflege, weil ich einfach das Gefühl habe, dass meine Haut davon richtig, richtig schön durchfeuchtet ist. Es riecht leicht nach Rose, aber nicht zu intensiv für die Leute, die sagen, Rosenwasser insgesamt, die Wirkung finde ich toll, aber der Geruch ist nicht so meins, geht mir ähnlich, aber das hier funktioniert sehr gut. Ich habe das, glaube ich, auch schon ein paar Mal gesagt, aber ich finde auch die Flaschen so hübsch. Ich finde diese Verpackung so hübsch. Ich bin ja auch so ein bisschen so ein optischer Mensch. Wenn ich ins Bad komme und es sieht nett aus, wenn es da steht, dann mag ich es umso mehr. Aber auch die Wirkung ist sehr schön. Ich habe wirklich sehr trockene Haut. Mein Ziel ist immer mit allem, was ich benutze, meine Haut zu durchfeuchten und ihr so ein bisschen Feuchtigkeit einfach zurückzugeben, damit sie nicht aussieht wie so eine kleine vertrocknete Rosine und ich wie 80. Und damit funktioniert das sehr, sehr gut. Liebe ich total. Funktioniert auch wunderbar unter der Tagespflege. Und da sind wir schon beim nächsten, und zwar die Tagespflege, die Hyaluron-Tagescreme von Jungglück. Passend dazu habe ich auch die Nachtcreme und ich bin riesen Fan. Ich liebe beides total. Ihr seht, ich habe es auch schon gut aufgebraucht. Die Tagespflege ist ein bisschen mehr aufgebaut als die Nachtcreme. Warum? Ella! Optisch wieder sehr, sehr hübsch. Ich weiß nicht, ob das außer mir noch jemanden interessiert, aber für mich ist das tatsächlich nicht ganz unwichtig. Und ich mag einfach die Wirkung sehr. Für mich ist ja nicht ganz unwichtig, dass eine Tagescreme auch unter Make-up funktioniert. Ihr wisst, dass ich mich jeden Tag schminke. Ich mag das. Und es gibt Tagescremes, da funktioniert das schlechter, weil sich die dann so komisch abrollt und dann ist das Make-up versaut. Und dann hat man die ganze Arbeit gemacht und ärgert sich und sieht scheiße aus. Damit funktioniert es aber sehr, sehr gut. Huch! Ich habe ja die Estee Lauder Double Wear Foundation seit Jahren. Die Leute, die mich schon länger gucken, können schon mitbeten. 1N1 Ivory Nude. Meine Farbe, für die, die es nicht wussten und jetzt verwirrt waren. Und die ist ehrlich gesagt gedacht eher für ölige Haut und meine trockene Haut hat da natürlich so ein bisschen ein Problem. Deswegen brauche ich eine sehr reichhaltige Tagescreme, die ich großzügig auftragen kann, einen kleinen Moment einwirken lasse und dann die Foundation drüber gebe. Und das ist die perfekte Mischung. Ich habe damit wirklich ein sehr, sehr schönes Hautbild. Das hält den ganzen Tag und diese Creme ist einfach auch sehr schön. Ich habe wirklich auch das Gefühl, die durchfeuchtet schön. Ich habe auch, wenn ich mich abends abschminke, nicht das Gefühl, dass meine Haut gelitten hat, sondern dass sie wirklich einfach gut gepflegt ist, weil das drunter war. Und genauso geht es mir auch mit der Nachtcreme. Benutze ich gerne auch in Kombination mit Mandelöl oder mal mit Retinolcreme oder einem Serum oder so, aber insgesamt ist die Creme an sich, auch wenn ich keine Zeit habe und zu müde bin, irgendwas anderes mitzubenutzen, völlig ausreichend dafür, dass ich morgens aufwache und die Haut sich einfach schön und durchfeuchtet anfühlt. Ich mag Jungglück total, ich kann die absolut empfehlen. Die ganze Marke ist toll. Ich verlinke euch gerne mal die Seite in der Infobox. Nicht bezahlt, einfach nur große Liebe und Hoffnung, dass sie das große C überleben. Das nächste Produkt ist von einer Marke, die ihr auch schon sehr oft auf diesem Kanal gehört habt. Und zwar Pixi. Ich bin ja großer Pixi-Fan. Ich kriege regelmäßig von denen Produkte zugeschickt. By the way, ich schreibe euch immer in die Infobox auch, ob ein Produkt, was ich euch hier zeige, zugeschickt ist, ob ich das selber bezahlt habe für die Leute, die das gerne nachgucken wollen und anhand dessen entscheiden wollen, ob sie dem, was ich sage, glauben mögen oder nicht. Also wenn euch das interessiert, guckt gerne mal in die Infobox. Und zwar ist das dieses Produkt, und zwar das Glow Tonic. Habe ich jetzt zweimal hintereinander und zwar gesagt, was habe ich studiert. Das Glow Tonic ist großartig. Ich liebe das total. Das ist wirklich eins der besten Toner, die ich persönlich kenne. Das ist mit 5% Glycolic Acid, also Glykolsäure, wenn mich nicht alles täuscht. Und ich mache das einfach, wenn ich mich abgeschminkt habe, auf ein Wattepad und trage das vorsichtig auf die Haut auf. Als ich angefangen habe, es zu benutzen, habe ich eine Weile versucht, es jeden Tag zu benutzen. Das funktioniert nicht, weil meine Haut dafür einfach zu empfindlich ist. Aber meistens benutze ich so jeden zweiten, jeden dritten Tag spätestens, einfach um so ein bisschen die Poren zu reinigen, um das Gefühl zu haben, dass die Haut wirklich einfach sauber ist und gepflegt ist und
ich finde das großartig. Ich muss ein bisschen aufpassen und so ein bisschen auch einen Blick für meine Haut haben. Kann die das heute ab oder nicht? Aber insgesamt ist das wirklich das Beste, um so ein bisschen was für die Poren zu machen und überhaupt das Hautbild so ein bisschen zu verfeinern. Ich weiß nicht, ob das der Plan ist, aber ich merke, dass bei mir, dass mein Hautbild einfach so ein bisschen weich gezeichneter aussieht und Liebe, Liebe. Ich glaube, die häufig gestellteste Frage, was so Beauty angeht bei mir, ist, was zum Henker ich für Wimpern benutze. Das sind immer die Adele Wispies. Ich packe die euch in die Infobox. Und die Frage nach dem Kleber. Ich habe ganz, ganz lange den Duo-Wimpernkleber benutzt, den eigentlich auch jeder empfohlen hat. Ich persönlich vertrage ihn nicht. Ich habe nach einem Jahr dann ungefähr so eine allergische Reaktion gehabt und hatte dann plötzlich so eine kleine Entzündung am Auge, was nicht besonders schön war. Und habe festgestellt, dass es wahrscheinlich an dem Silikon liegt, das da drin ist. Es gibt auch eine silikonfreie Variante, aber auch die habe ich nicht gut vertragen. Und bin dann irgendwann bei dem Fingers Wimpernkleber gelandet, den ich euch auch immer empfohlen und verlinkt habe. Das Ding ist, dass Fingers sich gedacht hat, hey, wir haben so einen richtig geilen Wimpernkleber gemacht, den man richtig gut verträgt, der auch total gut funktioniert. Wir sollten den am besten mal aus dem Sortiment nehmen, ne? Nicht, dass das auch irgendwie zu gut ist. Also saß ich plötzlich da und wollte ihn nachbestellen und dachte, what? Also saß ich plötzlich da und dachte, okay, und jetzt? Und habe einfach mal online recherchiert und habe rausgekriegt, dass ein Wimpernkleber, ein Wimpernkleber von Catrice eine sehr ähnliche Zusammensetzung hat. Und zwar der Lash Glue, das ist, glaube ich, auch der einzige, den sie haben, wenn ihr bei DM oder Rossmann oder wie auch immer guckt. Der ist, glaube ich, ein kleines bisschen flüssiger als der Fingers Wimpernkleber, aber an sich funktioniert der genauso gut. Also falls es euch genauso geht, dass ihr in irgendeine Infobox von mir geguckt habt und wolltet den Fingers Wimpernkleber bestellen, den gab es nicht mehr. Das liegt daran, dass es den nicht mehr gibt. Und das hier ist die Alternative. Ich habe den jetzt ungefähr 3 Wochen probiert und kann wirklich sagen, der funktioniert genauso gut. Und ich glaube, er ist günstiger. Also vielen Dank, Fingers. Das nächste Produkt wollte ich euch eigentlich letzten Monat schon zeigen, habe dann aber das Hühnchen gemacht und gedacht, vielleicht doch lieber nicht. Aber ich muss es euch einfach zeigen, weil es jetzt seit Monaten mir immer wieder den Hintern rettet. Und zwar ist das, und jetzt schaltet nicht gleich weg, die Brustwarzencreme von Medela. Achtung, es geht nicht um Brustwarzen jetzt, keine Sorge. Ich habe mir die natürlich gekauft, als Vimi anstand und ich wusste, okay, ich kriege ein Kind. Und dann mit dem Stillen hört man ja immer wieder, dass es nicht immer ganz einfach ist und dass solche Brustwarzencremes einen echt retten. Ich habe jetzt die von Medela, die Pure Lan 100%, ist einfach aus 100% Lanolin. Also wenn ihr jetzt nicht unbedingt diese Marke kaufen wollt, guckt einfach mal nach Brustwarzensalben, wo 100% Lanolin, sag das mal dreimal hintereinander, Lanolin. Geht doch. Die ist wirklich richtig toll als Lippenpflege. Ich hatte die noch in der Schublade und dachte, was mache ich jetzt damit? Ich will sie nicht wegschmeißen, weil so viel davon hatte ich nicht verwendet. Und habe sie einfach in meine Handtasche geschmissen. Und wenn ich jetzt unterwegs war und dachte, oh, irgendwie, ich kriege trockene Lippen, habe ich die raufgemacht. Und es ist einfach, sorry, egal wie trocken die Lippen sind, egal wie gerissen die vielleicht auch schon sind, wie trocken sich das alles anfühlt und wie unangenehm es ist, damit werden die immer wieder richtig schön weich. Ich liebe diese Creme, die macht super weiche Lippen. Ich weiß, es ist nicht besonders sexy, eine Brustwarzencreme in seiner Handtasche zu haben, aber Freunde, wenn ihr Probleme mit trockenen Lippen habt, das ist die beste Lippenpflege, die ich jemals gefunden habe und ich würde sie jedem empfehlen und ich habe vor, sie nachzukaufen, wenn ich sie aufgebraucht habe, weil es einfach... Das ist der Shit, Freunde. Das nächste ist ein Parfum-Update. Und zwar wissen ja die meisten von euch, dass ich das gleiche Parfum benutzt habe, seit ich 17 bin, bis vor ungefähr 1,5 Jahren. Dann hatte ich tatsächlich mal das Gefühl, vielleicht brauche ich mal einen Wechsel. Ich weiß, ganz viele von euch nutzen wahrscheinlich verschiedenste Parfums und wechseln auch immer wieder. Aber ich bin so der Typ, ein Parfum und das benutze ich dann so lange, bis ich es nicht mehr ertrage, weil ich immer schön finde, wenn jemand sagt, oh, das riecht nach dir. Und deswegen fiel es mir sehr schwer, diesen Wechsel zu machen. Ich habe aber auch gemerkt, dass ich das andere nicht mehr so richtig benutzen wollte und habe mir dann bei Jo Malone das English Pear and Freesia ausgesucht und Fritz hat mir das dann in der großen Packung geschenkt. Ich liebe den Duft. Ich habe aber wirklich jetzt knapp ein Jahr gebraucht, um das regelmäßig zu benutzen. Ich glaube zum einen, weil es natürlich ein preisintensives Parfum ist, würde ich jetzt persönlich sagen, nachdem ich jahrelang eins benutzt habe, was 25 Euro kostet. Aber es ist einfach so ein angenehmer Duft, der legt sich so schön, der hat so schöne verschiedene Ebenen. Wenn das eine sich so abgetragen hat, dann riecht man was anderes und ich liebe diesen Duft. Ich glaube, wenn ich Lust habe und mir mal was Gutes tun will, kaufe ich mir auch eine Handseife davon oder irgendwie eine Handcreme oder irgendwie sowas, weil ich einfach den Duft so angenehm finde. Und inzwischen ist das echt wieder mein Signature-Duft. Ich sprühe den überall rauf. Ich habe den immer auf meinen Klamotten und in meinen Haaren. Und ich kriege sehr viele Komplimente dafür und liebe den. Der riecht einfach sehr frisch und so ganz leicht blumig, aber vor allem frisch. Ich bin ja mehr so der Typ für so clean, saubere Düfte. Ich mag nichts Süßes. Ich mag auch nichts zu Herbes. Es muss immer so ein bisschen in der Mitte sein und ich finde, der ist perfekt. Der ist wirklich einfach... perfekt. Ich habe den Duft auch in einer kleinen Größe für die Handtasche, wenn ich unterwegs bin, dass ich nicht die große mitschleppen muss. Hallo, ich bin Ella und ich benutze seit Jahren Self-Tanner, weil ich nicht mehr aussehen will wie eine weiße Wand. Ich habe das, glaube ich, schon ein paar Mal erwähnt inzwischen, dass ich Self-Tanner benutze und ganz viele Fragen auch danach. Ich teste mich immer noch durch. Ich habe ganz lange jetzt den St. Moritz Self-Tanner benutzt, bin jetzt mal
weniger geizig gewesen, habe mal den Saint-Tropez ausprobiert und der ist wirklich viel, viel besser. Aber was ich eigentlich sagen wollte, ist, dass mein großes Problem bei Self-Tanner ist, dass ich ganz schlecht an diese eine Stelle am Rücken komme. Ich komme oben gut lang bei den Schulterblättern, ich komme unten gut lang, aber in der Mitte im Grunde auf Höhe vom BH-Verschluss bzw. ein bisschen höher, da habe ich immer eine Stelle, wo ich echt mich verkrampfe, da ranzukommen und es wird meistens dann nicht gleichmäßig und dann muss ich Fritz bitten und der findet das irgendwie eklig, den Geruch, und so richtig schön und sexy ist die Situation auch nicht, wenn man so im Schlüppi da ankommt und braunes Zeug an der Haut hat und ganz komisch aussieht und irgendwie, ja, wollte ich das nicht mehr. Ich wollte unabhängig sein mit meinem Self-Tanner und habe online dann das hier gefunden. Das war in so einem Set mit Handschuhen für Self-Tanner, die man benutzen kann, und da war das mit dabei und ich dachte, interessantes Konzept. Da macht man einfach den Self-Tanner hier so ein bisschen in die Mitte. Ich klappe das dann nochmal einmal so um, dass man es ein bisschen verteilt und dann kann man ganz easy alleine seinen Rücken tannen, was sehr praktisch ist und dafür sorgt, ja, dass A gleichmäßig ist und B, dass man niemanden nerven muss mit, willst du mal kurz braunes Zeug auf meinen Rücken schmieren, ist irgendwie nicht so geil. Aber ich schwöre inzwischen auf dieses Ding, ich könnte nicht mehr ohne. Ich finde es großartig, es ist die beste Erfindung ever und für alle, die das gleiche Problem hatten, this is it. Das nächste ist etwas, was ich mir zu Weihnachten gewünscht hatte, weil ich auch da seit Jahren eine ganz alte elektrische Zahnbürste benutzt habe, die ich mir irgendwann mal im DM gekauft habe für 20 Euro oder so. Die hat lange funktioniert, aber ich habe jetzt immer wieder von meiner Zahnärztin gehört, irgendwie so richtig gut funktioniert sie nicht mehr. Man findet immer wieder auch Sachen an den Zähnen. Nicht unbedingt Löcher, aber man sieht, dass sie nicht so hundertprozentig putzt. Kaufen Sie sich mal eine neue. Und dann dachte ich, okay, dann ist es soweit. Und eine Freundin von mir hat mir die Oral-B Genius empfohlen, die sie selber hat und die ihr Mann teilt. Und deswegen habe ich mir sie zu Weihnachten gekauft. Und ich bin riesengroßer Fan. Ich finde die großartig. Die hat verschiedene Settings. Die hat so ein Hardcore-Sauber-Setting, was ich benutze. Die hat so ein Sensitiv-Setting, weil man das Gefühl hat, die Zähne sind ein bisschen empfindlicher. Auch um die Zunge zu reinigen und so weiter. Die kommt auch mit einer App, die einem so ein bisschen hilft zu sehen, wo war ich schon. Das finde ich ganz praktisch, weil man ja doch manchmal in Gedanken putzt. Und dann war man vielleicht in irgendeiner Ecke noch nicht. Ich habe ja sehr weiches Zahnmaterial. Deswegen habe ich schnell Löcher und muss wirklich aufpassen, dass ich gründlich putze. Deswegen bin ich so ein bisschen auch geisteskrank, was das angeht, und putze mal nochmal rüber und bin sehr, sehr vorsichtig mit meinen Zähnen. Und von daher ist die App ganz cool, wenn man genau sieht, wo man schon war und an welche Ecke man vielleicht nochmal ran muss sozusagen. Das Praktische ist, hier oben ist ein Licht, Achtung, das kann man auch farblich einstellen, wenn man sich die Zahnbürste mit anderen teilt, dass man sozusagen jedem eine Farbe zuordnet und die Zahnbürste dann trotzdem weiß, in welchem Setting man ist. Aber was ich sehr praktisch an dem Licht finde, ist, dass das rot leuchtet, wenn ich zu doll aufdrücke, weil ich auch Team zu doll aufdrücken bin, weil ich natürlich in meiner Angst, dass ich nicht ordentlich putze, immer so ein bisschen versuche, das alles wegzukriegen. Und wenn die Zahnbürste dann rot leuchtet, weiß ich, eventuell übertreibst du gerade so ein bisschen. Das Ding ist, seit ich mit dieser Zahnbürste putze, habe ich fast jeden Abend das Gefühl von dieser, von so frischer Zahnreinigung. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ich gehe ja regelmäßig auch zur Zahnreinigung und danach hat man so ein Gefühl von, es ist wirklich alles sauber. Und genauso geht es mir mit der Zahnbürste. Es ist einfach so ein schönes Gefühl, so angenehm. Und ich habe das Gefühl, ich habe morgens weniger Mundgeruch, seit ich die benutze. Vielleicht ist es auch nur mein Hirn, das mir da irgendwie einen Streich spielt. Die ist natürlich nicht ganz billig, aber ich finde, gerade bei Zähnen sollte man auch einfach so ein bisschen dafür sorgen, dass man gute Produkte benutzt. Denn Zähne zu ersetzen ist immer ein bisschen schmerzhaft und teuer und schwierig und sieht oft, nicht immer, aber oft nicht so schön aus. Deswegen versuche ich, so lange wie möglich meine Zähne zu erhalten und ich liebe diese Zahnbürste. Was Lifestyle-Produkte angeht, ist es für mich gerade ein bisschen schwierig, euch was zu zeigen, weil wir einfach schon so viel eingepackt haben und ich so ein bisschen auch den Überblick verloren habe, was ich in letzter Zeit wirklich viel benutzt habe oder gerne mochte. Die einzige Sache, die mir in die Hände gefallen ist, die ich wirklich sehr, sehr liebe aktuell, ist der Pflanzensprüher. Ich habe vor Monaten inzwischen mit The Calvin Company zusammengearbeitet, der Blumenladen, den ich so, so liebe, die so schöne Sträuße machen. Und die haben eben auch Top-Pflanzen und unter anderem haben sie Top-Pflanzen auch gekennzeichnet als Pet-Safe. Das heißt, ich habe mir da eine Pflanze ausgesucht, so eine große, schöne, die jetzt zwar oben auf dem Kühlschrank steht, weil Wimmy dran geht, das hatte ich nicht bedacht, aber die Katzen könnten theoretisch rangehen. Und die mag am liebsten, wenn sie mit Wasser besprüht wird. Und deswegen habe ich mal geguckt nach Pflanzensprühern und habe ganz viele gefunden, die ich nicht schön fand. Diese Plastiksprühdinger finde ich einfach echt nicht hübsch. Und dann ist mir das in die Hände gefallen und ich finde den einfach so hübsch. Der ist fast so ein bisschen altbacken, vintage, was ja sowieso immer mein Stil ist, was ich sehr, sehr gerne mag. Der hat hier so eine Glasflasche und oben ist das Metall. Der ist nicht nur hübsch, finde ich, sondern der funktioniert auch einfach sehr, sehr gut und ist dekorativ und macht ein bisschen was her, wenn man ihn irgendwo stehen hat und ist nicht so was, was ich dann irgendwie in der Ecke verstecken will, sondern was ich wirklich auch einfach im Bücherregal dekorieren kann und was trotzdem einfach gut funktioniert. Ich mag den sehr. Ich weiß, es ist vielleicht ein bisschen lame, einen Wassersprüher, einen Pflanzensprüher zu zeigen, aber ich liebe den einfach. Ich finde den sehr hübsch. Den gibt es auch in verschiedenen Farben.
Okay, ich höre auf. Das nächste Produkt ist etwas, was mir zugeschickt wurde von meiner Freundin Jette. Und zwar hatte die eine Kooperation mit Nice und hat Taschen rausgebracht. Das ist ein zuckersüßer kleiner Rucksack mit so schwarz und gold und weiß. Und ich finde den extrem hübsch. Und ich finde den, obwohl er so klein ist, sehr, sehr, sehr geräumig. Ich kriege da wirklich sehr viel rein, von meinem Portemonnaie über meinen Kalender, über Stifte, über AirPods, mein Handy, Lippenpflege, Brustwarzencreme. Ich kriege sogar meine Wasserflasche da rein. Was sehr praktisch ist, und ich hatte das nicht erwartet, weil der Rucksack an sich sehr klein aussieht. Aber ich finde den sehr, sehr praktisch, wenn ich mit Wimmy unterwegs bin. Habe ich ja seinen Wickelrucksack, wo seine Sachen drin sind, und hier passt mein Zeug rein. Und das ist sehr, sehr schön, und ich mag den Rucksack sehr gerne, und ich war sehr dankbar, dass Jette mir den geschickt hat. Ich glaube, die Produkte gibt es auch noch. Wenn ich sie finde, packe ich sie in die Infobox auf jeden Fall. Vielen, vielen Dank, Jette, für den schönen Rucksack. Ich liebe den sehr und trage den wirklich sehr, sehr, sehr viel. Dann hatte ich jetzt für den Umzug auch natürlich mal wieder so ein bisschen durchsortiert bei uns, und eine Sache, die ich wirklich dringendst aussortieren musste, war Bettwäsche. Ich habe ehrlich gesagt noch nicht jede Bettwäsche weggeschmissen, die einfach wirklich uralt ist und so viele Löcher hat, dass sie nicht mehr reparabel ist. Aber hätte ich das gemacht, hätten wir wahrscheinlich keine Bettwäsche mehr. Ich hatte zum Beispiel eine Bettwäsche, in der ich schon als Kind geschlafen habe und die einfach überall porös wurde. Das musste jetzt einfach mal weg. Und dann habe ich mal geguckt und hatte die Empfehlung von einer Freundin, dass Amazon Basics Bettwäsche sehr gut ist. Qualitativ sehr gut, sehr angenehm und so weiter. Deswegen habe ich mal ein Set bestellt. Und zwar in diesem Muster, und ich liebe es. Es ist wirklich, wie sie gesagt hat, es ist super gute Qualität. Es ist super, super angenehm. Es wäscht sich sehr, sehr schön. Bleibt einfach auch in Form und so weiter. Ich habe auch schon mal billig Bettwäsche gekauft und war dann sehr, sehr unglücklich damit. Und die ist echt nicht teuer. Die ist wirklich bezahlbar und trotzdem finde ich die Qualität sehr gut. Also nur für den Fall, dass ihr gerade auf der Suche seid nach einer Bettwäsche, die jetzt nicht super aufregend ist. Ich bin ja sowieso auch eher so der Typ für neutrale Töne. Das ist schon das Aufgeregteste an Bettwäsche, was ich ertrage. Ansonsten mag ich eigentlich auch lieber einfarbig. Ist das auf jeden Fall ein guter Tipp, einfach mal bei Amazon Basic zu gucken und dann Bettwäsche rauszusuchen, die einem gefällt. Und ich mag das Muster sehr. Und der Witz ist, dass ich tatsächlich das gleiche Muster gekauft habe wie meine Freundin, weil ich ein oller Nachmacher bin. Aber zu meiner Verteidigung, es war mir nicht klar. Ich habe bestellt und hinterher gedacht, warte mal, sie hat die gleiche. Unter dem letzten Monatsfavoriten-Video haben mich ganz viele gefragt, ob ich nicht auch mal Wimmys Favorites zeigen kann. Und ich habe so ein bisschen überlegt, was er in letzter Zeit so besonders gerne mochte. Das waren so ein paar selbstgebastelte Sachen, aber auch unter anderem dieses Buch. Das ist eigentlich erst ab 18 Monate. Wimmy ist jetzt fast 9 Monate alt. Wenn ihr das seht, müsste er 9 Monate alt sein. Aber er liebt das Buch total. Und es hat hinten solche Löcher, wo man mit den Fingern reingehen kann, um diese Arme hier zu bewegen. Und das findet er großartig. Die Geschichte ist jetzt nicht irgendwie aufwendig oder besonders, aber er mag sie trotzdem sehr gerne. Es ist halt immer der letzte Satz, der sich wiederholt. Stolz nehme ich dich in meinen Arm, ich knuddel dich und halte dich warm. Und das mag er sehr gerne. Und wenn die letzte Seite kommt, dann geht er immer und umarmt den Löwen, was ich sehr süß finde. Und insgesamt freut er sich extrem, wenn ich dieses Buch raushole und wir das angucken. Ich bin sowieso happy, dass er Bücher insgesamt schön findet, weil ich das eine schöne Beschäftigungsmöglichkeit finde für kleine Mäuse. Und es gibt so ein paar, die er sehr liebt, und das ist definitiv eins davon. Und falls ihr auf der Suche seid oder wenn ihr es irgendwo seht, ich glaube, ich habe das im Supermarkt gekauft, greift danach. Mögen die Kleinen sehr, also Wimmy zumindest. Eine Erkenntnis hatte ich auch diesen Monat, und zwar nicht aufgrund von der Situation, sondern weil ich was gelesen habe, was mir tatsächlich mal wieder so ein bisschen die Augen geöffnet hat. Die Leute, die meinen Kaffeeklatsch lange gesehen haben, wissen, dass ich immer wieder zurückgegangen bin zu dem Fakt, dass an ganz, ganz vielen Stellen unsere Gedanken Grund sind dafür, dass es uns gut oder eben nicht so gut geht. Und immer wieder auch den Anstoß, dass wir diejenigen sind, die unsere Gedanken steuern. Und es ist mir natürlich besonders klar geworden in dem Moment, wo ich ein Kind bekommen habe und diese Hypnobirthing-Geschichte gemacht habe und einfach aufgrund der Dinge, die ich anders versucht habe zu denken, eine angenehme Geburt hatte. Gehört auch Glück dazu, weiß ich, aber grundsätzlich glaube ich, dass das viel damit zusammenhing. Und ich merke immer wieder auch in Situationen, dass es mir hilft, meine Gedanken zu kontrollieren und eben nicht mich in so eine bestimmte Richtung abdriften zu lassen, die mir nicht gut tut. Und ich habe so einen schönen Spruch gelesen, der sinngemäß war: Die meiste Zeit deines Lebens verbringst du in deinem eigenen Kopf, also sorg dafür, dass es schön dort ist. Und ich finde, das fasst das ganz gut zusammen, dass man, wenn man merkt, dass man gerade dazu tendiert und gerade in dieser Zeit jetzt, wo wahrscheinlich viele von uns auch Angst haben und unsicher sind und Sachen einfach nicht so gut einschätzen können, dass es ganz, ganz wichtig ist, dass man seine Gedanken nicht nur darauf fokussiert, was ist alles gerade schrecklich und in welchen Ländern ist es wie schlimm und wie dramatisch kann es hier noch werden und was kommt noch, sondern sich darauf zu konzentrieren, was ist jetzt gerade. Und was ich jetzt persönlich gerade sehe, ist vor allem, dass Zusammenhalt wächst. Es gibt natürlich auch immer Ausnahmen und Leute, die einfach so querschießen und sich einfach beschissen verhalten, aber ich sehe sehr viele Situationen, in denen ich denke, wow, das
dass Leute wirklich wieder zusammenkommen und jeder überlegt, was kann ich machen. Und Leute, die ein bisschen mehr Eigentum haben, auch darüber nachdenken, was können sie weitergeben, was können sie spenden. Leute, die kein Eigentum haben, einfach klug genug sind, zu Hause zu bleiben und damit ihren Teil zu machen. Leute, die bei ihren Nachbarn klingeln und fragen, ob die Hilfe brauchen. Menschen, die sich darum kümmern, dass Leute, die alleine zu Hause sind, die keinen haben in ihrer Quarantäne, dass die sich nicht einsam fühlen. Es gibt kostenlose Livestreams zu verschiedensten Themen, Sport und Workouts, aber auch so Self-Care und was weiß ich, was es da jetzt momentan alles für Angebote gibt. Guckt auf jeden Fall mal bei Instagram, auch unter anderem bei euren Lieblings-Creatern, was die momentan so anbieten. Ich sehe einfach, dass sich jeder Gedanken darum macht, was kann ich tun, und mich darauf zu konzentrieren, hilft extrem. Obwohl natürlich unsere Situation gerade schwierig ist und wir nicht wissen, wie wird das mit dem Umzug, und wir hängen so ein bisschen im Limbus. Aber wenn ich mich nur darauf konzentriere, dann bin ich vor allem beschäftigt mit den Was-wäre-wenn-Situationen und nicht mit der aktuellen Situation. Gerade jetzt geht es uns gut. Niemand, den ich liebe, hat es erwischt mit dem großen C. Von daher bin ich einfach sehr, sehr glücklich. Was Entertainment angeht, muss ich in letzter Zeit so ein bisschen lachen, weil es so viele Leute gibt, gerade auf Instagram, die sagen, oh, ich habe so viel Zeit gerade. Mensch, ich weiß gar nicht, wo ich mit meiner ganzen Zeit, ich kann den ganzen Tag Netflixen. Und ich denke, wie, wir haben keine Betreuung für Wimmy, wir packen unseren Umzug. Ich habe noch nie so wenig Zeit gehabt in meinem Leben. Deswegen komme ich auch nicht so richtig dazu, irgendwas zu Netflixen, und habe keine Serie, die ich euch empfehlen kann. Aber ich habe mir Spotify geholt. Ich habe mich eigentlich ein bisschen gewehrt dagegen, noch ein Abonnement zu machen, und habe immer wieder gedacht, nee, das brauchst du nicht, du kannst Spotify auch offline hören und so weiter. Aber es ist schon nett, das zu kaufen und tatsächlich in der Vollversion zu haben, um sich Playlists zu erstellen und die offline nutzen zu können. Ich habe jetzt auch eine Playlist fürs Auto, wenn ich hin und her pendeln muss, um irgendwelche Sachen zu organisieren. Aktuell ja nicht, aber ich bin eine ganze Weile viel hin und her gependelt zwischen Berlin und Stralsund. Und das ist schön, wenn man so ein bisschen Musik hat, die einem gute Laune macht, dass man nicht dann irgendwie nach 3 Stunden denkt, ich habe keinen Bock mehr. Und ich muss sagen, dass ich einfach riesengroßer Fan bin und Spotify sehr gerne mag. Und wahrscheinlich bin ich die Letzte, die auf den Zug aufspringt, aber ich habe jetzt auch Spotify als Vollversion. Und ja, auch da hat mich wieder ein guter Freund angefixt. Danke, Frank. Vielen Dank. Ich habe auch ein paar Hörbücher gehört. Nicht so richtig, was ich euch empfehlen wollte, bis auf das letzte. Das habe ich aber noch nicht ganz zu Ende gehört. Ich finde es trotzdem großartig. Und zwar ist das von Rachel Hollands Girls Stop Apologizing. Ich höre es auf Englisch. Das gibt es bestimmt auch auf Deutsch irgendwo. Und es geht im Grunde darum, dass wir Frauen dazu tendieren, und es stimmt tatsächlich, wenn ich mich selbst so ein bisschen kontrolliere, dass wir uns wegen jedem Scheiß entschuldigen. Wenn wir irgendwo reinkommen, wenn wir unsere Meinung äußern, wenn wir anderer Meinung sind als jemand. Im Arbeitsumfeld ist mir es oft aufgefallen, dass ich dazu neige, mich zu entschuldigen, bevor ich was sage. Und ich fand es ganz spannend, darauf mal hingewiesen zu werden und auch die verschiedenen Situationen gezeigt zu bekommen, bei denen ich mal wieder denke, oh Gott, ja, das mache ich auch. Warum eigentlich? Und das einfach mal zu hinterfragen, warum man das macht, was sozusagen der Gedanke dahinter ist. Ich glaube, und ich kann jetzt so von mir sprechen, bei mir ist es definitiv so ein Gedanke von, ich möchte gemocht werden, ich möchte auch in einer Situation, wo ich mit jemandem nicht einer Meinung bin, gemocht werden. Deswegen fallen mir Diskussionen manchmal schwer, nicht immer, aber manchmal schon schwer, gerade wenn mir der andere wichtig ist. Und ich glaube, es ist ganz gut, sich immer mal wieder auch klar zu machen, dass es in Ordnung ist, seine Meinung zu haben, und dass es in Ordnung ist, die Meinung auch zu äußern, ohne vorher zu sagen, sorry, aber ich sehe das ein bisschen anders, und auch klarer zu formulieren, was man denkt, weil es in Ordnung ist, weil es nicht schlimm ist, seine Meinung zu äußern. Und ich glaube nicht, dass ich das jetzt so umswitchen kann. Ich glaube, das wird auch sehr noch in mir bleiben, dieses ewige, es tut mir leid, sorry, also Entschuldigung, dass ich das jetzt sage, aber ich finde es wichtig, sich darauf so ein bisschen zu konzentrieren und da auch seine eigenen Gedanken so ein bisschen zu hinterfragen und sich zu fragen, warum man das Ganze macht, um das vielleicht auch einfach ein bisschen zu überarbeiten. Von daher kann ich sehr, sehr empfehlen auf BookBeat Girls Stop Apologizing. Sehr, sehr gutes Buch. Wie gesagt, ich habe jetzt noch ein letztes Drittel vor mir, aber erstmal bis jetzt sehr gut, kann ich empfehlen. Was Musik angeht, bin ich langweilig. Die Leute, die das letzte Monatsfavoritenvideo gesehen haben, werden sich jetzt denken, das hast du irgendwie letztes Mal schon erzählt. Ich hänge immer noch bei Dodie. Ich switche so ein bisschen. Ich habe auch The Greatest Showman eine Weile sehr intensiv gehört. Ist auch auf meiner Autoplaylist. Gutes Material, kann man gut zu fahren. Aber gerade Dodie rutscht mir immer wieder so in meine Playlists rein, weil ich einfach die Musik sehr schön finde. Und das letzte, was ich jetzt wirklich sehr viel gehört habe, war Would You Be So Kind. Ich liebe es. Ich mag den Rhythmus, Wimmy übrigens auch. Wenn ich das anmache, macht er inzwischen auch schon, bewegt seinen kleinen Hintern. Ich glaube, ich habe ihn langsam so weit, dass er Musik toll findet. Und manchmal beschwert er sich und ich weiß nicht, was los ist. Und dann mache ich Musik an und es ist Ruhe. Ich könnte mir jetzt einbilden, dass er Musik hören wollte. Eventuell wollte er es nicht, es war einfach Zufall. Aber grundsätzlich glaube ich, dass er nicht ganz abgeneigt ist, was Musik angeht. Er liebt, wenn Fritz ihm Gitarre vorspielt, wenn ich singe, egal wie es klingt. Und wenn wir einfach Musik anmachen und so ein bisschen durch die Wohnung tanzen. Und Dodies Would You Be So Kind findet er auch großartig. Also das vielleicht auch nochmal für die Mamis an euch. Probiert es mal bei euren Kindern.
dann aus. Ich glaube, das ist ein ganz guter Song. Und den zweiten Song, den ich bis zum Erbrechen gehört habe, einfach wegen einem kleinen Projekt, was André und ich bei Instagram gestartet haben, ist Justin Timberlake's Er ist an der falschen Stelle. Can't Stop the Feeling. Ich habe mit André die Challenge gemacht, dass jeder, der möchte, ich glaube innerhalb von 3 Tagen, ein kleines Tanzvideo zusammenstellen konnte zu dem Song. Und ich habe uns ein Musikvideo draus geschnitten. Wenn ihr das hier seht, ist das hoffentlich online und nicht wieder gesperrt aufgrund von Rechten. Aber ich habe einfach mit André versucht, ein bisschen was zu finden, was euch glücklich macht. Ganz egal, ob ihr jetzt mitgemacht habt oder nicht. Was einfach so ein bisschen die Leute in der Community zeigt und einfach hoffentlich so ein bisschen Zusammenhalt transportiert für die Leute, die vielleicht ganz alleine zu Hause sitzen. Das war mein Gedanke. Und auch wenn ich den Song inzwischen wirklich nicht mehr hören kann, weil ich weiß nicht, wie viele Stunden ich an diesem Video geschnitten habe, hoffe ich einfach, dass er euch glücklich macht. Also wenn ihr Lust habt, guckt gerne mal bei Instagram vorbei. Das müsste in meinen Highlights gespeichert sein. Oder und bei IGTV. Das seht ihr dann bei mir auf der Seite. Und ja, das hat sehr viel Spaß gemacht. Ich mag den Song auch, aber ich glaube, ich muss den jetzt mal ein paar Wochen nicht hören. Ich hoffe, es war irgendwas bei euch dabei, was euch inspiriert hat, irgendwas, was ihr mal ausprobieren wollt, was euch mal anhören wollt, wie auch immer, irgendwas, was euch glücklich macht. Ansonsten bin ich wie immer sehr dankbar, wenn ihr Lust habt, eure Favoriten in die Kommentare zu schreiben. Ich weiß, dass viele auch während des Videos schon rumscrollen und gucken, was haben andere so empfohlen, dass sich Notizen machen und so weiter. Also immer gerne her damit und ansonsten passt bitte auf euch auf, passt auf eure Liebsten auf und wir sehen uns im nächsten Video, wenn ihr mögt. Bis dann, tschüss. Was war das?